Hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es einen neuen Guide von mir. Nach der Draft, die wir beim letzten Mal hatten, geht es heute ums Teamfighting. Clash steht wieder an, da ist auch Teamfighting relativ wichtig und da möchte ich das mal durchnehmen. Allerdings werden wir es bis dahin wahrscheinlich nicht komplett schaffen, weil Teamfight erfordert mehrere Videos, weil es ein sehr, sehr, sehr komplexes Thema ist. Darüber möchte ich heute mal mit euch reden. Eine Draft spielt übrigens auch eine ganz wichtige Rolle. So halbwegs halt, so ein bisschen. So, also nach der Draft kommt Teamfighting. Teamfighting ist ein sehr komplexes Thema. Die meisten würden sagen, ja, Teamfight, wir treffen uns einfach 5 gegen 5 und fighten dann. Damit ist eigentlich auch schon das Gröbste über das Teamfighting gesagt. Aber es ist leider ein bisschen komplexer, als man jetzt vielleicht denken würde. Ja, und ich möchte in diesem Video so ein paar Grundkonzepte vermitteln und wir wollen uns ein paar Szenen auch in-game anschauen über Teamfighting. Also erstmal Teamfight generell. Wir haben jetzt hier ein Beispiel im Rift Kit für klassischen Teamfight. Wir haben jetzt auf der blauen Seite auf der Top Lane Poppy, dann haben wir Sejuani im Jungle in der Mitte Ryze, Ashe und Yuumi auf der Bot Lane, auf der roten Seite Akali, Shen im Jungle, was ja auch wieder gerade mehr kommt, Zoe in der Mitte mit Swatch, Leona Support, alle Super Meta Champion. Auf der Botlane. Alles super Meta-Champions, die man durchaus spielen könnte, auch eine Comp, die gar nicht mal so bad sind. Wir haben halt auf der blauen Seite sehr viel Scaling und auf der roten Seite sehr viel Hard Engage. Wobei Ashe hat auch einen guten Hard Engage, da kann man auf jeden Fall was machen und Sejuani eigentlich auch. Also, man hat da eine Team-Comp, also, und das sind wir schon am ersten, was wichtig sind, die Team-Composition. Kurz zur Team-Composition, das ist, benötigt eigentlich auch ein separates Video über Team-Compositions zu reden. Es gibt drei verschiedene Team-Composition-Typen. Die habe ich schon mal angesprochen beim letzten Video. Die erste ist das Team-Fighting, um das heute gehen soll. Das zweite ist das Poken. Also Team-Fighting wäre so, halt, man fightet im Team, er wäre ein super Team-Fighter, ist zum Beispiel Xayah. Mit den Federn kannst du übel viel Schaden machen, vor allem wenn du alle zurückziehst. Ist ein super Teamfighter. Amumu ist ein super Teamfighter. Lilia ist ein super Teamfighter. Das sind nur so Beispiele für. Gut, ADC sind fast alle gute Teamfighter, abgesehen, das war so von sowas wie Lucian. Nein, eine Vayne kann eigentlich auch Teamfighten, die ist auch ein guter Split-Pusher. Overall. So. Dann gibt es Split Push. Das zweite, das sind sowas wie Camille, wie Fiora, wie Jax, wie Master Yi, wie Tryndamere. Das sind alles gute Split Push, auch Yorick. Ich habe jetzt viele Top-Laner aufgezählt. Auch ein Lucian kann effektiv Split pushen. Auch ein Zed kann sehr effektiv Split pushen. Sogar ein Talon kann Split pushen. Eine Ahri kann Split pushen. Und dann gibt es noch Poke Champions. Das heißt sowas wie Lux, Ezreal, irgendwas mit hoher Range, Morgana. All das, was den Gegner gut poken kann, wobei Morgana vielleicht auch eher nicht so der beste Poke-Champion ist, die ist auch gut im Teamfighten, im Catchen so, um einen Teamfight zu initiieren. Ja, das sind so die drei verschiedenen Strategien. Heute geht es uns hauptsächlich ums Teamfighten, aber die anderen spielen da auch eine Rolle. Denn jede Team-Composition sollte zu einem gewissen Maß Teamfight variabel sein, ist eigentlich auch immer jede. Und Teamfights komplett verhindern kann man meist nicht, weil immer irgendwo Fights ausbrechen. Vor allem Solo-Queue, in Competitive eigentlich auch. Deswegen ist das wichtig. Das zweite sind Abilities. Was haben wir denn hier? Erstmal Wichtiges. Wir haben hier dann, vor allem wenn wir uns die Leona, wenn wir uns den Shen, wenn wir uns die Akali anschauen, wir haben hier eine Poppy W, die man abwarten sollte, weil man sonst nur schwer reindashen kann und dann grounded ist und relativ schnell tot ist, vor allem wenn man Akali heißt. Wir haben hier eine Sejuani-Ult, die gefährlich werden könnte. Wir haben einen Ryze-Ult. Gut, wir sehen ihn jetzt wahrscheinlich, weil, ja, im Teamfight, wir sehen ihn, weil er hier ist und die Gegner könnten ihn auf jeden Fall gesehen haben. Sollten ihn auch die Range sehen. Deswegen müssen wir da nicht so aufpassen. Wir müssen vor der Ashe-Ult aufpassen. Die kann ein super Engage sein. Zusammen mit der Yuumi-Ult ist auch ein super Engage. Das sind die wichtigsten Abilities auf der Seite. Auf der roten Seite haben wir bei Akali, naja, Ult, aber das kannst du nicht so wirklich predicten. Auch die Shroud, die kann die Gegner zonen. Da musst du auch ein bisschen aufpassen. Also wenn sie ihre Shroud nicht abhaben sollte, würde man vielleicht sogar versuchen, einen Fight zu forcen. Nein, der Shen taunt. Das sind vielleicht sogar die wichtigsten Abilities. Dann gibt es die Zoe-Bubble, wo dann sicher einige Cleanse oder QSS dabei haben. Hier würde man sowieso Cleanse mitnehmen als ADC zumindest. Wahrscheinlich auch in der Mitte.
auf der blauen Seite, weil die einfach zu viel CC haben. Dann haben wir hier die Leon der Leona Engage mit der Leona Ult into Miss Fortune Ult. Das sind so deren wichtige Abilities. Und das Ziel ist, um die Abilities herumzuspielen, zu hoffen, dass sie die auf weniger wichtige Targets verwenden oder sie rauszubaiten, wenn man zum Beispiel ein Tank ist. Oder die Gegner zu forcen, diese Abilities defensiv zu verwenden. Weil man dann ein Advantage hat und wenn zwei von diesen drei wichtigen Abilities down ist und man selber noch alle hat und vielleicht sogar noch alle trifft, dann ist der Teamfight schon fast gewonnen. Das nächste sind die Summoner Spells, allen voran Teleport. In die Top-Laner Teleport haben wir hier, dem Beispiel können sie frei Split pushen, dann easy einen Ward TPen. Wir haben hier auf der Top-Laner Akali, die flanken kann, deswegen hat das Team, der Supporter hier schon ein Ward hingestellt. Also hier, so halt, ne? Ich denke mal, ihr wisst, wie ich das meine. Damit er rantippieren kann und dann hier einfach flanken kann, vielleicht den ADC sogar snacken können und dann, wenn die Ashe und der Ryze relativ schnell down sind, dann fehlt dann so ein bisschen der Schaden. Das rote Team hat hier eine, blaue Team hat hier eine Poppy, die nicht so geiler Hard Engage hat, sondern eigentlich lieber die besser ist, die Verbündeten zu beschützen, indem sie ihre W nutzen kann, damit die Gegner nicht reindashen können, indem sie ihre E nutzen kann, um sie wegzuschubsen, vielleicht sogar gegen eine Wand und das zu turnen. Normalerweise will sie, dass die Gegner engagen, dann schubst sie die einfach gegen eine Wand oder knockt sie mit der Ult hoch oder weg und dann engagiert man, weil man dann eine Numbers Advantage hat, wenn man die mit der Ult weggeschossen hat für 5 bis 10 Sekunden, je nachdem wie weit weg und wie schnell sie hinkommen. Wobei Akali ein gewisser Counter ist gegen die Poppy Ult, aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. So. Deswegen wurde wahrscheinlich hier auch Akali gepickt. Nein, das ist nur ein Beispiel, das ich mir ausgedacht habe. Die Draft kenne ich nicht. Habe ich noch nie gesehen so. Ja, gut. Was ist noch wichtig? Positioning. Und auf das möchte ich jetzt besonders eingehen. Wir haben jetzt hier Positioning und ihr seht, die Teams sind ein bisschen unterschiedlich positioniert. Die Tanks bilden meist die Frontline. Und das wollen wir uns kurz an einigen Beispielen mal anschauen. Bekommen wir hier mal einen Sinn? Ist hier vorne. So, wir haben jetzt hier eine Frontline und eine Backline. Die Backline besteht meist aus den Carries und die Frontline aus den Tanks. Das sind hier in dem Fall Galio und Maokai und die Backline ist dann ein Bard, der eher so ein Peeler ist und der Botlaner ist wahrscheinlich dann Vladimir, also der AP-Botlaner. Wobei diese Comp würde man so nie draften, so eine Full-AP-Comp ist absolut int. Es geht hier nur um Front- und Backline. Und die Backline steht dann meist hinten. Meistens der ADC und der Midlaner. Es kommt aber auch drauf an, wo man die Carries halt sitzen hat. Manchmal hat man auch einen Tank-ADC, sowas wie Zed. Der ist dann nicht so der Backliner, sagen wir es mal so. Und dann haben wir noch einen Sharko, der so ein Middleliner ist, also der zwischen Front- und Backline oft gern hin und her springt und der gerne flankt. Deswegen kann man ihn dann nicht einsortieren. Haben wir noch ein weiteres Beispiel? Hier haben wir noch ein weiteres Beispiel. Amumu und Alistar. Alistar ist zwar ein Supporter. Jetzt hatten wir beim ersten Beispiel war der Support hinten. Jetzt ist er vorne, weil es ein Tank-Supporter ist und der damit auch eine Frontline bildet. Aatrox kann man auch zur Frontline zählen, kommt so ein bisschen drauf an, wie fett er ist. Manchmal ist er einfach behind, aber dazu auch später mehr. Und dann gibt es noch hier die Backline ist halt Miss Fortune. Talia kann halt ihre Abilities landen, deswegen steht sie ein bisschen weiter vorne, weil die auch sehr middle-rangy sind, um vielleicht jemanden zu displacen von den Gegnern. Und deswegen steht sie ein bisschen weiter vorne, um ihre Abilities treffen zu können. Sie kann auch flanken mit ihrer Ult. Wenn sie fett ist, kann sie das auch machen. Ansonsten ist sie nicht so der klassische Backliner, aber man kann sie auch in der Backline spielen. Wenn jetzt nicht die Möglichkeit ist, die Gegner irgendwie zu engagen mit der Talia W oder E, dann oder Ult, dann kann man das auch machen. Haben wir noch ein Beispiel hier, auch ähnlich die Backline, haben wir Ashe und Ahri, wobei Ahri mehr, nicht mehr so wirklich, obwohl sie ist auch ein Backliner. Also man kann sagen, die Tank hier, die was aushalten, sind meist die Frontline und die Backline sind meist die Squishy Champions. Also meist Mages oder ADs oder Marksmen. Die sind meist die Backline. Es kommt auch sehr drauf an. Es gibt auch ADCs, die können flanken. Wenn sie fett genug sind, können sie das machen. Zum Beispiel eine Vayne kann das machen. Ashe kann das machen, die haben genug Self Heal. Eine Sayah kann das machen manchmal, wenn sie extrem fett sind, aber overall nein, macht das nicht. Swain ist so ein bisschen halb Tank, der kann so machen, was er will. Er will vielleicht
was picken, deswegen steht er auch ein bisschen weit davon. So viel zur Front und Backline. Ich denke mal, das sollte soweit klar sein. Schauen wir uns das an. Also wir haben jetzt hier Poppy, die würde dann hier sein, wo der TP ist. Zusammen mit Sejuani bildet sie die Frontline. Ryze ist mehr hinten, bildet die Backline. Aber die Ashe hat halt noch höhere Range, deswegen steht sie noch weiter hinten. Als ADC stehst du sowieso so weit hinten, wie du kannst am Anfang und chillst erstmal und guckst erstmal, was passiert. Als Support haben wir eine Yomi, die wahrscheinlich eher auf der Ashe sitzt. Und die steht halt hinten, um es so ein bisschen zu peelen. Das würde dann auch für eine. Wobei Yomi ist der einzige Enchanter, der kein purer Backliner ist. Yomi ist ein Midliner. Das heißt nicht, dass sie flankt wie eine Akali. Also hier, Yomi, engage mit der Ult. Yo, RIP. Nein, du jumpst immer zwischen den Leuten hin und her. Meist jumpst du erstmal in die Frontline, versuchst dann die Gegner zu rooten mit einem guten Engage. Vielleicht Follow-up auf Ashe Ult oder irgendwie so. Und dann guckst du, dass du erstmal, weil die Gegner werden zuerst die Frontline hitten, vor allem wenn ihr eine Ashe habt, die wirklich sehr weit hinten stehen kann. Und die Gegner kiten kann und wirklich sehr spät das engaged wird. Außer jemand jumpt halt wirklich drauf. Und wenn die Gegner dann wirklich auf die Backline gehen, dann jumpst du meist hinter, wenn du es dir erlauben kannst, wenn du nicht CC wirst zwischendurch. Und wobei das Jumpen im Teamfight von Yuumi nicht so schwer ist, das benötigt eigentlich ein separates Video, How to Teamfight des Yuumi. Vielleicht, das schreibe ich mir auf jeden Fall auch mal auf die Liste, es kommt dann irgendwann mal. Soweit, so gut. Und der ADC steht eh meist ganz hinten. Geratene Ashe, die sehr viel Self-Peel hat. Auch wenn sie angejumpt werden kann, dann ist halt wichtig, dass das Team dann für sie halbwegs peelt und sie für sich selbst ein bisschen peelt. Auf der anderen Seite haben wir eine Akali, die gerne flanken will. Und ein guter ADC, eine gute Ashe, würde wissen, okay, die hat TP. Und man sieht den TP. Und sie würde es dann direkt als Ashe, deswegen stehen wir auch hier und nicht hier, damit du. Also es kommt drauf an, wenn der Teamfight sich nach unten verlagert, was dein Team will, weil der Ward hier ist. Gut, wenn wir wissen, dass der Ward hier ist, wissen wir meist nicht. Wissen meist nicht, wovon die kommt, von welcher Seite die kommt. Du willst dich hier so etwa hier positionieren, denn hier kann Akali drüber jumpen. Du weißt ja nicht, wo Akali ist. Wenn die weg sein sollte, weißt du nicht, wo sie ist. Dann würdest du dich hier oben positionieren, weil die Akali könnte hier drüber jumpen und du bist tot. Du kannst aber hier kann die nicht unbedingt drüber ulten, weil die braucht ein Target. Die kann nicht einfach hier drüber jumpen, die muss ein Target targeten. Und die Akali-Ult geht vielleicht so. Keine Ahnung. Und die kann hier rüber, wenn du hier stehen würdest, könnte die hier rüber. Aber hier könnte sie zwar auch irgendwie rüber, du würdest sie vorher sehen, weil deine Frontline hier steht und die sehen das bei dem Gebiet. Vielleicht ist hier noch gewordet. Zu Wards kommen wir auch noch später. Deswegen, es ist sehr wichtig zu wissen, was die Gegner haben. Und ich habe ja auch schon von Abilities geredet. Man muss sich quasi überlegen, was haben die Gegner für Abilities? Was hat mein Team für Abilities? Beziehungsweise gerade als ADC Farm Solo Queue, da lernt man das. Vor allem, was haben die Gegner für Abilities? Denn ich weiß, die Gegner haben eine Akali. Dann muss ich überlegen, von wo kann die kommen. Ich muss mir halt überlegen, der Shen, ja, der steht hier. Er kann mich hier nicht taunten. Die Zoe kann nicht, müsste jetzt wirklich hier reinlaufen und mich hier bubbeln. Das heißt, hier würde ich den Ward stellen. Also hier würde ich mein Ward hinstellen, dann weiß ich, okay, ich bin safe. Die würden nicht so greedy sein und hier flanken. Das würde die nicht machen, weil die würde niemals rechtzeitig im Fight sein. Dann die Miss Fortune Ult. Müssen halt ein bisschen aufpassen, dass wir die dodgen. Wir haben aber Ashe Ult, also können wir das disengagen. Die Leona müssen wir halt wirklich unsere Cleanse uns aufheben für die Leona Ult und dann das Cleansen. Soweit, so gut. Das ist. So funktioniert der Teamfight. Also so funktioniert Positioning. Wir können das jetzt parallel auch für die andere Seite machen. Wir machen das nochmal. Die Poppy würde nicht flanken wollen. Also wird das nicht machen, weil das ist Quatsch. Mit Poppy will erstmal gucken, wie sich so ein Fight entwickelt. Denn eine Poppy will am besten Leute gegen eine Wand smashen. Und das geht, weil wenn eine Poppy jetzt angenommen, eine Poppy TP't. Wir löschen das kurz. Eine Poppy TP't jetzt hier ran. Die Gegner würden dann wahrscheinlich sich hierhin her auf die Poppy gehen. So. Die würden dann sich so hier so hinstellen, so.
Und die Poppy würde vielleicht mit ihrer W reinlaufen, da hätte sie schon ihre W weg, was keine gute Poppy macht. Und dann würden die Leute wissen, okay, die kann uns nur gegen diese Wand smashen. Also stellen die sich so hin, dass hier quasi so ein Korridor ist. Also die würden sich dann so positionieren. Die könnte zwar hier gegen smashen, wenn sie übertrieben fett ist, würde sie das auch überleben, aber sonst überlebt sie das nicht. Was ich damit sagen will, ist, so eine Poppy würde immer zum Team gehen, denn es ist einfacher. Ups. Hier, wo der Green Ward steht, da würde sie rantipien, dann ist es einfacher, erstmal die Gegner engagen zu lassen, weil man dann viel einfacher, wenn die Gegner jetzt hier reinlaufen. Und die müssen, um zu engagen, hier langlaufen. Dann würde man sich hier so positionieren, um die Wand zu targeten oder diese Wand. Weil mein ADC ja hier steht, weil wir. Der Engage würde vielleicht auch mit einer Akali beginnen, die vielleicht hier TP. TP sieht man globally. Also man sieht die auch durch Fog of War. Deswegen, sobald der TP channeln würde, würde man sich hier hinstellen. Sobald die Akali weg wäre, dann würde man sich vielleicht hier hinstellen. Und wenn die Akali TP, dann würde man sich hier als ADC hinstellen. Die Poppy weiß, okay, die würde sich hier hinstellen, denn die müssen ja quasi hier vorbei. Wenn du dich hier halt hinstellst, kannst du entweder die Leute dagegen schießen, wenn die hier lang laufen, kannst du dagegen hauen, wenn die Akali hier rein TP, kannst du dagegen hauen, wenn die Akali hier rüber dasht, kannst du hier reingehen und ihren weitere Dashes interrupten. Und wenn sie hier runterläuft, dann hättest du die Möglichkeit, hier sie gegen die Wand zu hauen. Deswegen würdest du dich hier in die Nähe von Wänden stellen. Und das ist halt wichtig zu wissen. Das heißt, der Flank ist hier nicht zu erwarten. Das heißt, der ADC kann auch, wenn er alle sieht, kann er von der Flank absehen. Es ist auch wichtig, immer Numbers zu counten, also zu zählen, wo sind die Gegner und wo könnten sie alle sein. Bin ich noch safe an dem Ort, wo ich jetzt bin? Wenn einer fehlt, müssen sofort die Alarmglocken angehen. Gut, wenn eine Yumi fehlt, dann nicht. Aber sonst, ja, ihr wisst, was ich meine. Machen wir mal weiter. Die haben eine Poppy, die wird auf jeden Fall erstmal disengagen. Also da muss man aufpassen, dass man die Poppy W abwartet, bevor man irgendwie reindasht. Weil man sonst relativ schnell gut ist. Wenn es eine gute Poppy ist, ist man dann auf jeden Fall tot. Weil die Ashe überlebst du nicht. Wenn du als Akali hier auf den Midlaner dashst, Poppy ist reaktionsschnell, macht ihre W an. Du willst auch nach Möglichkeit immer in Range von deinen Leuten stehen, um dann deine W channeln zu können und den ersten Dash direkt zu interrupten. Und das überlebt die nicht. Ne, Ashe Rise überlebt die nicht bei Minute 40, Minute 30, was weiß ich, wo wir sind. Das passiert halt meistens im Late Game so. Gut, dann haben wir einen Shen. Der Wichtige ist, er wird taunten wollen. Er wird vielleicht auch seine Ult benutzen. Das heißt, wenn jemand low ist, kann es sein, dass ein Shen-Ult kommt. Das heißt, wir dürfen nicht overextenden für den Kill. Nicht, dass wir da nicht den Kill kriegen. Sondern manchmal stirbt man für einen Kill. Das kann man machen. Als ADC eigentlich nicht, aber als jede andere Rolle kann man das mitnehmen, gerade wenn man behind ist. Und da muss man halt aufpassen, wenn der Shen Ult hat und sie benutzt, dann kann es gut sein, dass der überlebt und dass man nicht den Kill kriegt. Und man dann selber stirbt, weil man den Kill gekriegt hätte, aber weil der Shen reingeultet hat, ja. Zoe, man muss da gucken, vom Terrain sich möglichst fernzuhalten. Ja, ah nee, warte, wir wollten es andersrum. Ha! Ups, ich finde. Okay, Shen. Der Shen möchte hier eigentlich reingehen. Das heißt, er müsste sich irgendwie positionieren. Und wir kennen ja alle seine Dash-Flash-Range. Und man müsste möglichst außerhalb stehen. Und er kann jetzt auch nicht so deep gehen. Also, weil eine Miss Fortune kann nicht so wirklich folgen. Die hat zwar ordentlich Movement-Speed. Aber nicht der beste Follow-up. Vielleicht das Beste wäre. Der beste Engage wäre hier, dass der Shen, ups, das war der Support, der Shen erst reingeht, wenn Leona jetzt hier ihre Ult auf alle hittet. Dann würde man mit Shen reingehen, alles wegtaunten und GG. So würde man das versuchen zu spielen. Ja, genau. Als Shen. Man muss halt aufpassen vor der Poppy W, wie ich schon gesagt habe. Die Sejuani würde gerne hart engagen, da muss man ein bisschen aufpassen, da muss man vielleicht auch als ADC ein bisschen aufpassen, wenn die rein dasht, dass man dann nicht in der Ult-Range steht. Weil sie ist eigentlich jetzt nicht so der beste Champion, wenn es darum geht zu disengagen, aber sie ist gut im Hard Engage. Da muss man aufpassen, sie wird versuchen, was zu finden. Vielleicht sogar die Akali, wenn sie rein TP't, wenn man das predicten kann.
die der Rise. Es könnte sein, wenn die Leute im Fog of War sind, das ist ja ein anderes Szenario, was wir hier nicht haben, aber man muss davon ausgehen, wenn ein anderes Szenario dafür eintrifft, dass der rein TPen könnte mit der Sejuani und der Poppy. Gut, und der Poppy vielleicht nicht, die Poppy würde vielleicht noch rein TPen, wenn sie ein TP hat, aber mit der Sejuani und dann Hard Engage auf den AD Carry landen. Vielleicht TPen ihn dann rein und der ADC steht jetzt hier zusammen mit dem Midlaner, die laufen dann hier rum, während die schon ein bisschen weiter vorne stehen und der Engage kommt dann von hier. Die würden hier reingehen, die würden dann von der Seite irgendwie flanken und die gestunten Leute einfach killen, erst die Carries und dann ist es eh vorbei. Dann kann Leona so viel CC'n, wie sie will. So. Genau, ansonsten, man muss halt aufpassen vor dem Ash Arrow auch. Wir haben hier, wie gesagt, sehr viel CC. Ash Arrow und Yumi Ult nehmen sich nicht viel, die können wir zusammen abhandeln. Passt auf für der Ash Arrow und der Yumi Ult. Wenn euch der Ash Arrow trifft, dann trifft euch danach die Yumi Ult und die Sejuani Ult und ihr seid tot. Immer. Egal wie viel Leben ihr habt, egal wie tanky ihr seid, egal was für ein Champion ihr seid. Da müsst ihr auf jeden Fall aufpassen, dass euch das nicht trifft. Zumal ihr jetzt nicht den besten Disengage habt auf dieser Comp. Die rote Comp ist eine sehr aggressive und die blaue will eher disengagen. Die blaue ist ein gewisser Counter gegen die rote Comp, weil die gut disengagen kann, wenn die rote Comp gut engagen kann. Deswegen würde ich auch sagen, die blaue Comp ist besser in dem Fall, wenn man das so auswerten wollte. Das zum Thema Positioning. Wir haben noch ein paar andere Sachen, aber das war der Überblick Teil 1. Und der Überblick Teil 2 kommt dann beim nächsten Mal. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen, macht's gut.